Moin moin und herzlich willkommen hier zurück zu Alice Madness Returns. Mein Name ist Fogator und wir werden uns jetzt da hinten in diesen coolen Dojo-Tempel begeben. Und wir werden mal sehen, was uns da erwartet. Uns erwartet noch eine Schnauze. Hab ich doch gehört. Haben wir die noch nicht? Ach, guck mal, da oben ist ein Körbchen. Ist doch hier irgendwo unter uns, oder? Unter uns! Du weißt schon. Wie komme ich da hin? Also. Ist da schon was offen? Nein. Ich möchte auf jeden Fall diese Schnauze haben, aber wo ist sie? Hier in die Richtung, hier rum. Oder? Da nicht? Da sein können. Aber wie kommen wir da hin? Warte mal, wir sind doch... Von wo sind wir denn eigentlich gekommen? Wenn ich mal so fragen darf. Wir sind doch eigentlich... Da müssen wir doch hin, oder nicht? Oder sind wir daher gekommen? Ist hier irgendwo was Besonderes noch? Kann ich da oben rein? Nee, rein kann ich da nicht. Papier. Interessant, gleich ein Rätsel zum Anfang der Folge. Ich höre sie, aber ich weiß nicht, wo die ist. Hier unten nicht weiter. Weiter hier, oder? Da oben irgendwo. Schnüff, schnüff. Oben? Nein, auch nicht. Wie komme ich denn da hin? Ins Wasser kann ich nicht, ne? Da hinten sehe ich irgendwas, aber ist wahrscheinlich nur Rauch, ne? Da irgendwo? In die Richtung gucken kurz. Hier um, ach, hier um die Ecke komme ich nicht, okay. Interessant. Ach, bin ich behindert? Da ist sie. Im Dunkeln. Warum habe ich die denn nicht gesehen, verdammte Kiste? Ja, ne, da hat sich das erledigt. Ich habe die nicht gesehen, ne? Easy. Dann komme ich auch zu meinem tollen Körbchen. Mit ein paar schöne Goldzähne drin. So, und jetzt können wir auch wohl getrost in unseren Dojo eintreten und die asiatischen Kampfkünste des fernen Ostens lernen. Aber erstmal müssen wir... Ach ja, machen wir die Tür einfach mal zu, ne? Erstmal müssen wir mal gucken, was es hier mit den toten Papierameisen auf sich hat. Ei? Ach, guck mal, hier lebt noch. Ist sie die Auserwählte? Die Rettung? Unsere Wohltäterin. Ach, die reden über mich? In der dritten Person. Es ist alles. Die Große, die Mächtige, die Mutige, die Tollkühne, die Wahnsinnige, die Ungestüme. Ja, Gott sei Dank. Wenigstens erkennt man mich hier. Das bin ich. Habt ihr meine neue Wortpaar schon gesehen hier? Hier was? Nein. Muss man ja auch mal gesagt haben. Und was bist du für einer hier? Aber wenn ich so gucke, ne? Das ist doch doof. Mal gucken, was ist, wenn ich halt... Wenn ich hier hingehe? Da ist immer dieses Auge im Weg. Deswegen, ich gucke sie mir mal so an. Ist das der Dojo-Meister? Wie er da sitzt auf seinem Papierthron? Wer sie schnitzt? Ach, guck mal hier. Die Seite habe ich noch gar nicht gesehen. Bam. Guck mal, hier ist ein geheimer Knopf. Okay. Lege ich mal einen Hütchenmann drauf. Farbe mich mal hoch. Und eine Erinnerung. Wir behalten nur eine der Lampen, Alice, als Nachtlicht. Aber nur im Flur oben. Und nur, bis du 12 wirst. Und was ist, wenn ich Angst trotzdem habe? Wenn ich 13 bin? Da bin ich nicht mehr zu Hause, war ich.
Das musst du wirklich. Er weiß Dinge. Er denkt sogar Dinge. Oha. Spatzenhirne, Mann. Hier ist auch noch ein Gang. Guck mal. Aber ich möchte... Wo gehe ich denn zuerst hin? Okay, hier muss ich rüberspringen. Okay. Der Weg des geringsten Widerstandes. Hier muss ich nicht springen. Das ist gut. Schnauze. Diesmal mal gucken. Oh, ich glaube, ich muss niesen. Glaube ich. Oh. Wenn die jetzt wieder so behindert ist, ne? Die. Ah, guck mal da. Die ist nämlich gemein. Die werden nämlich jetzt... Guck mal, die werden gewitzt da hier, die Figürchen. Ich weiß immer noch nicht, wofür diese Flaschen sind. Habe ich das schon mal erwähnt? Leben voll. Okay, dann ist hier auch alles... Entschuldigung. Ich muss doch gar nicht niesen, ich muss husten. Kann man ja mal verwechseln, ne? So, zack, zack. Und rüber. Oh, guck mal hier. Da sind Schwerter auf dem Mahjong-Stein. Oh, da muss ich wieder ein Spiel spielen. Was müssen wir denn hier tun? Deine Erfolge in Kampf und Rätseln legen nahe, dass du den kommenden Aufgaben gewachsen bist. Das Mentale wird deine Würdigkeit bestätigen oder deine Niederlage verkünden. Okay. Das bedeutet, die verschwinden jetzt. Wir sind da drauf, okay. Da ist aber noch einer. Was kann ich jetzt hier machen? Einsammeln. Kann ich den jetzt da drauf? Ah, cool. Ich muss erst Steine sammeln, alles klar. Ich muss erst das Mentale hier. Ne? Suchspiel und so. Zack. Gehen wir uns doch mal hier umgucken. Ah, da oben ist ein Stein. Was du denn? Scheiß Wespe. So, wo sind wir denn? Jetzt muss ich da oben hoch. Da führt ein Weg. Führt ein Weg hinten rum. Oh, was ist das denn da oben? Guck mal, ein Glühwürmchen. Hier? Ne, wahrscheinlich da hinten. Ah ja, okay. Ein Viech, ein Tierlein hier hin. Komm ich denn da hoch? Ja, komm ich. War easy. Kann ich hier durch? Nee, kann ich nicht. Also werde ich mich wieder nach draußen begeben, würde ich sagen, wa? Liebe Alice, wir wollen ja das Rätsel lösen. Da fehlen uns noch zwei Stück. Da hinten. Da ist noch ein Weg. Dann nah rein hier. War ja klar, dass ich dann noch hier die 7 Prüfungen des Dojo-Meisters absolvieren muss, bevor ich hier überhaupt irgendwas mache, so. Wieder Steine verschieben, so wie schon beim Walross, dem Zimmermann. So, jetzt habe ich... Okay, jetzt habe ich... Einer fehlt mir noch, ne? Das dürfte dann ja wohl hier hinten sein, jawohl. Gehe ich mal stark davon aus, zumindest. Bumm! Und öffnen. Zähne, erstmal wichtiger. Wir sind auf Sand. Ist das Treibsand? Nee. Und da ist der letzte. Ach, ich muss mich gar nicht mehr dahin bewegen, das ist aber nett. So. 24 Züge und ich muss den Drachen fertig bauen. Alles klar. Aber wo fange ich an? Da ist das Haus. Ich weiß ja jetzt gar nicht, wie der aussehen muss. Oder muss ich das überhaupt? Ah, okay, ich glaube, ich hab's schon. So. So. Du kannst uns retten. Ich öffne den Pfad. Wovor denn? Ah, ich habe die Raupe ja noch gar nicht getroffen, ne? Ich habe ja nur ihre Shishas hier geraucht.
Die muss ich doch auch noch treffen, denke ich mal. Hoffe ich zumindest. Würde ich mir gerne mal angucken, wie das aussieht. Das Vieh. Du kannst uns retten, Alice. Dann tu's. Oh, jetzt bleibe ich hier wieder hängen, oder was? Gucken wir mal kurz. Nein! Gott sei Dank. Jetzt kann ich wieder drauf fliegen, ne? Manchmal backt das Ding ein bisschen rum. Manchmal hat die keinen Bock, die Alice. So. Oh, die geht ja ganz schön weit weg, ey. Ich nehme an, dass ich zu dem Dojo-Meister da hinten hin muss. Mach doch nicht so Zickzack-Bewegung hier. Ach, aber der geht jetzt, glaube ich, bis zum Ende durch, oder? Also ich muss mich hiervon nicht mehr runter bewegen. Okay, ich bewege mich einfach mal runter. Ja, okay. Die macht so komische Bewegungen hier mit. Diese Mayong-Steine. So, erzähl. Die wilden Wespen belagern uns. Sie kontrollieren die Gipfel von Osten nach Westen. Du musst sie besiegen, um zur Raupe zu gelangen. Ah, sehr gut. Ich muss wohl auf den Gipfel hinaufsteigen, denn er wird nicht zu mir kommen. Wir vertrauen darauf, dass die Raupe, die Seltsame, die Wunderbare, denen hilft, die in Not sind. Eines Tages werden wir es wissen. Reinheit des Herzens bedeutet nur eines zu wünschen. Um seinen heiligen Hain zu erreichen, musst du dich dem grausamen Daimios stellen, der uns den Zugang zu seiner Macht verwehrt. Ich öffne den Eingang in die heiligen Höhlen, wo deine Reise beginnt. Der heilige Daimios also wird mein Gegner sein. Ach, was für Fratzen hier. Sieht ein bisschen aus wie der Marsche. So, was ist das jetzt hier? Das ist bestimmt eine Landkarte, ne? Wir befinden uns hier und müssen dahin. Schwachsinn. Achso, ich werde jetzt einfach in die nächste Welt geschossen hier, oder was? Hui! Und laden. Okay. Alice kann sich so wie sonst bewegen, springen und schweben. Okay. Bewege dich vorsichtig, um Gefahren zu entgehen. Ach du ein Scheiße. Ein Bild häuslicher Harmonie. Geil, das denn aussieht, ey. Die fruchtbare Landschaft förderte Fleiß, Toleranz und Zusammenarbeit. Liebende Familien gediehen, glückliche Kinder und teure Freunde, dankbar für ihr Wohlergehen, lebten über Generationen sicher, geschäftig und frei. Aber ein plötzlicher Angriff von außen zerbrach ihre zarten Körper. Und beinahe auch ihren großzügigen Geist. Ach, das finde ich ja klasse einfach. Das sieht ja richtig cool aus. Das gefällt mir. Haben sie sich ein bisschen was ausgedacht? Oh, ganz schön weit nach oben fliegt man, hä? Hab nicht gesehen. Ach, die brechen ab. Irgendwann. Sorry. Hallo. Und hopp. Oh, das erste Jump-Element. Hopp. 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 Und, oh! Okay. Easy win. Dann hier rüber. Ist schön, wenn sich das Spiel mal in eine Richtung bewegt. Oh, was ist denn hier los? So, so. Alles klar. Läuft. Bisher ohne Zwischenfälle. Hopp. Oh. Das hat mich ein bisschen erschreckt hier. Was ist hier los? Ach, das wird kleiner. Okay. Hier muss ich wahrscheinlich ein bisschen warten. Und hopp. 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 Geht das hoch? Ah, das geht hoch. Das ist gut. Aber nicht zu weit nach oben. Gut. Sonst gibt es nämlich... Oha. Schnell mal vorbei hier. Was hier passiert hier jetzt irgendwas? Nein. Sehr gut. Habe ich da oben irgendwas gesehen? Ja, ja, ja. Da kann ich nochmal ganz kurz zurück. Hier ist doch bestimmt irgendwas Cooles für mich, oder? Wenn ich schon hier wieder hoch kann. Was ist das denn? Ein Pfirsich. Was hat mir der Pfirsich denn jetzt gebracht? Egal, ich hab Pfirsich. Geil. Und hopp.
So. Erinnert mich ein bisschen an so Paper Mario oder so, ne? Oder halt an die ganz klassischen Super Marios, ne? Oder halt jedes andere beliebige 2D-Spiel. Komm ich da? Ah, ich kann klein werden, okay. Jedes andere beliebige 2D-Jump'n'Run. Aber einem fällt halt Mario sofort immer ein, ne? Hopp. Wolke nehme ich mit. Danke. Was ist das? Kann ich da was mitmachen? Nein. Ach, angreifen kann ich nicht hier in der Welt, okay. Oh, da bin ich runtergefallen. Ups. Nochmal. Nochmal. Ach so, erklimmen wir den Berg doch easy. Hopp. Oh, was ist das jetzt hier für ein... Boah, diese Jump-Elemente in hohen Höhen mag ich überhaupt nicht. Das ist mir zuwider. Jetzt, hopp, hier hoch. Okay. Hopp, 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 hopp und hopp. Kette ziehen. Lufthauch, wunderbar. Hopp. Also schwer ist das jetzt nicht, aber ich finde es halt wunderschön gemacht einfach. So, und dann sind wir auch schon, am Berg? Sind wir schon auf dem Gipfel oder was? Oder sind wir jetzt erst in einer Zwischenstation? Wir werden das sehen, sobald wir hier rauskommen. Ah, scheint schon ziemlich nah an Gipfelhöhe zu sein, da es hier sehr kalt erscheint und neblig. Ah, das habe ich vergessen. Achso. Da zeigt er mir jetzt die Dings an. Müssen wir wieder ein bisschen durch die Gegend springen? Ja, ja, ich hab's verstanden. Falscher Knopf. Mal wieder einen finden hier. Nur Narren glauben, dass Leiden der Lohn fürs Anderssein ist. So, erstmal Pfeffer am Start hier. Erstmal was Geiles Neues kriegen. So, hier, komm. Woo! Der goldene Zahn, der reicht mir schon vollkommen aus. Es sei denn, es gibt mehr goldene Zähne hier unten. Wieder nur so eine Erinnerung. Eine pflichtbewusste, ehrbare Tochter würde ihrer Familie ein Denkmal in Marmor setzen. Ich kenne da einen begnadeten Bildhauer, mit dem sich etwas aushandeln ließe. Kein Problem. Ich mach das selber mit meiner Vorpal. Da mache ich Bilder. So, hopp. Und hopp. Was sind das hier für Bilder? Ist das irgendwas Gefährliches? Ah, okay, das... Muss ich wohl ein bisschen aufpassen. Auf die Zeichen. Aua! Ja, die kann ich doch nicht sehen, wenn die da gerade erst rauskommt. Oh. Samurai-Wespen-Bogenschütze. Ist natürlich interessant. Tschüss! Die haben ja anscheinend keinerlei Sustain. Also sie halten überhaupt nichts aus und haben auch keine Verteidigung. Gut für mich, schlecht für dich. Ach, komm schon. Warte, kleinen Moment, warte, jetzt. Tschüss. Als ob mich das interessieren würde, so ein paar kleine Wespen da, ey. Noch ein Pfirsich. Ne, warte mal. Das ist ein Pfirsich, eine Nuss? Oh, ich kann es aber kaputt machen. Okay, was soll mir das jetzt zeigen hier? Soll mir das irgendwas zeigen? Ne. Ich soll mir die geile Figur angucken. Diese heulende Tuse ohne BH und offenem Kimono. Nice. Komm ich da hoch? Ich glaube, das ist die wichtigere Frage, ne? Wie komme ich denn da oben zu dem Ring? Achso, da hoch. Damit. Hopp. Kette ziehen! Oha. Was war das jetzt?
Ach so, das Ding hat sich gedreht, wa? Ich dachte gerade, hier hat sich doch gar nichts geändert, oder? Oder doch? Ich weiß nicht. Na gut, ich komme nach wie vor, komme ich dahin, wo ich hin will. Und der Rest ist doch erstmal nicht relevant. Kann ich denn eigentlich schon was aufwerten? Wie viel? Wo habe ich es denn? Ne, da fehlt mir noch eine ganze Menge. Als nächstes würde ich gerne ja, die Pfeffermühle nochmal aufwerten. Ne? Hat uns ja ganz gut geholfen anscheinend. 575, unser nächstes Ziel. Oh, hier geht's schon schneller. Juju. Willst du mich verarschen? Also wenn du einmal getroffen bist, kommst du nicht mehr weg. Das ist doch scheiße. Willst du mich verarschen? Ja genau, war ein geiler Flug, Alice. Hast du gut gemacht. Hopp. Weißt du, erst soll ich den Berg hoch, jetzt muss ich den Berg rein, jetzt muss ich den gleich wieder runter. Was ist denn los mit euch? Ich gehe garantiert nicht über diese Papierwelt wieder zurück. Hopp. Die kann man kurz auffüllen. Warum hat mir das denn gerade so viel Schaden gemacht, frage ich mich. Weil ich hatte doch eigentlich auch da volles Leben, oder nicht? Das sah zumindest so aus. Oh, wie geht's denn hier los? Da oben möchte ich... Komme ich da oben denn hin? Ich möchte jetzt erstmal hier unten lang. Definitiv erstmal. Ich weiß nicht, ob ich da... Vielleicht komme ich da nachher wieder durch oder so. Hallo. Beweg dich in die Richtung. Oh. Muss ich da jetzt warten? Ah, ich will die Goldzähne natürlich haben. Ach, sind gar keine Goldzähne, okay. Egal. Und ab ins Loch. Dunkelheit. Hey! Es geht ab. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Kommt da erst noch angeflogen, ist er schon kaputt. Zack. Oh, lecker Pfirsich hier. Oh, da war ein Wurm drin, hast du gesehen? Bäh. Fläschkes. Ah, und jetzt aktiviere ich bestimmt irgendwas draußen, damit ich da oben hochkomme, wa? Na sicher. Already known. Already known, liebe Freunde. So. Nein! Jetzt habe ich da überhaupt nicht drauf geachtet. Scheiße. Oh, das ist aber nett. Jetzt bin ich hier wieder am Anfang. Hätte ich das vorher gewusst. Hopp. 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 So einfach kann man das Spiel umgehen. Was ist da? Da muss ich bestimmt lesen, oder? Oder muss ich die Mahjong-Schein... Samurai Tintenwespen. Alles klar. Tintenwespen. Dein Schwert kann nichts gegen meinen. Richtig geil, Nia. Kann ich das kaputt machen? Ah, okay. Aua! Eine hässliche. Und dann erstmal vor. Läuft! Oh, Silly spielt City Skylines. Viel Spaß. Dem nehmen wir nachher noch The Forest auf. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich weiß noch nicht, ob ich das aufnehme. Oh nein. Wir spielen im Koop. Auf seinem Kanal auf jeden Fall. Vielleicht auch bei mir. So, wo sind denn noch so Dinger hier oben? Oh, haben wir wohl mal dreimal nicht getroffen. Aua! Ich finde das so geil, dass das Pferd immer am Wirren ist, ey. Das ist so lustig. Das ist, als ob du einfach einen Kopf nimmst, ne? Und dann einen Stock. Und, ne, weiter, weißt du. Kannst dir selber ausdenken. Moment. Bevor ich jetzt hier hingehe, muss ich nochmal gucken, ob ich hier irgendwas vergessen oder übersehen habe. Dann haben wir natürlich
unsere Tonkrüge mit. Gibt's denn hier was? Ja, gibt's nur eine. Okay, wir sind schon ziemlich weit oben. Ja, wir sind schon ein Stück weit oben, ja. Bisschen noch. Ich würde sogar sagen, wir sind schon mehr als über die Hälfte oben. So, weiß nicht. Zwei Drittel. Oder drei Viertel. Ah, guck mal hier, Sonne. Ei? Nee. Never ever kriegst du mich hier. Hopp. Hopp. Ach, nicht immer. Oh, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. So. Oh, da war er schneller. Verzeihung. Lass dein Messer nicht, dein Schwert nicht immer davor. Es ist unumgänglich, dass du stirbst. Da unten. Oha, da geht's wieder. Da muss ich wieder fighten. Jetzt geht's los, Leute. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder bei 26 Minuten und das ist jede Menge Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert meinen Kanal, teilt dieses Video und verbreitet meinen Namen. Auf dann, der Fogator. Wiedersehen.